Salve, das ist mein Tauberboss. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute machen wir mal Zwiebelfleisch selbst. Ich hatte es ja schon vor etlichen, so schon ein Jahr, über ein Jahr her, dann habe ich mal einen Backofen gemacht. Vom Konkurrenten war das, glaube ich, damals. Das schmeckt auch soweit ganz gut von Aldi. Ist auch mit recht billig, kostet glaube ich Kilo 5 Euro oder so ähnlich. Kann man sehr gut essen, ich mag es gerne. Ich hatte es auch schon mal mit dem Grill gemacht. Das war glaube ich auch letztes Jahr mit dem Schrottplatzgrill. Ne, das war eines der ersten hier Waschmaschinengrill-Videos. Kann ich nur empfehlen, guckt es euch an, hier auf dem Kanal zu finden. Guckt auch gerne das Video an, wo ich meinen Waschmaschinengrill baue. Da steckt wirklich viel Arbeitszeit und Geld drin. Ja, jedenfalls machen wir heute das Zwiebelfleisch selber. Ich habe mir wieder ein tolles Rezept einfallen lassen. Ob das überhaupt toll ist, weiß ich noch nicht, weil ich es noch nicht getestet habe. Bin nur gerade am Backen und dann wollte ich das mal das Intro drehen. Wie immer die Bitte, guckt unten in die Videobeschreibung, da sind alle ähnliche Produkte verlinkt, die ich heute in diesem Video benutzt habe oder benutzen werde. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß, lasst ein Like und ein Abo da und los geht's mit dem Video. So, heute machen wir, wie gerade im Intro angekündigt, Zwiebelfleisch. So wie wir das von Aldi schon mal gemacht haben, ich habe es mal auf dem Grill gemacht, auch schon vor Ewigkeit mal hier in der Küche. Nun wollte ich das mal selber machen. Ich habe dafür Nackensteaks vom Schwein gekauft, ja, das Glück, dass ich die auf die Hälfte reduziert bekommen habe, von Edeka. Bezahlt habe ich trotzdem. Auch Edeka unterstützt ihn jetzt die Tierwohlhaltungsform 2. Hat mir immer einer geschrieben, dass das absoluter Blödsinn ist, aber gut. Dann habe ich hier so eine schöne Aluschale von Action. Ich werde euch mal solche Aluschalen unten verlinken, wie Zwiebeln und Fleisch und tralala. Und wir beginnen jetzt erstmal mit diesen Zwiebeln zu schneiden. Da habe ich echt keinen Bock zu, muss ja sein. So, Lieblingsaufgabe: Zwiebeln schneiden. Erstmal hier die blöden Schalen darunter. Ja, hier habe ich dann einfach die Zwiebeln, die sind jetzt alle nackig und die schneide ich jetzt einfach alle klein. Muss auch nicht so fein sein, das geht ja alles in den Ofen und das kriegen wir wohl hin. Erstmal Platz schaffen. Wir tränen die Augen schon wieder. So, was nochmal das mit Zwiebeln schneiden. Ich liebe ja diese Gefro-Messer immer noch. Leider finde ich, gibt es die nicht bei Amazon und die Gefro will die auch nicht über Amazon verkaufen. Das kann ich wirklich empfehlen. So, die fülle ich dann jetzt einfach hier in die Aluschale rein. Jo, ich glaube, es könnte sein, dass ich zu viele Zwiebeln habe. Da ist ja Zwiebelfleisch und keine Fleischzwiebel. So, hier haben wir auch noch das Fleisch. Das hätte man auch aufreißen können, aber ich liebe halt meine Gefro-Messer, die ich auch bezahlen musste. So, wir tun jetzt das Fleisch, das sieht übrigens auch sehr schön aus. Für so ein billiges Fleisch sieht das wirklich gut aus. So, die Fette sind verteilen. So, habe ich jetzt hier auf meinem Brotbrett liegen, was ich bei TS Woodworking gewonnen habe. Und eins hier halt in der Schale. Das wird erstmal gewürzt mit Salz und Pfeffer. Ja, wir fangen jetzt an mit hier Pfeffer. Quatsch, mit Salz. Ich tue mir da was von der Hand, sonst habe ich da Salz in der Fresse. Ich habe jetzt hier schönes grobes Meersalz. Das habe ich früher immer gemahlen, aber ich habe keine Mühle mehr. Von daher muss das so gehen. Ja. Dann kommt noch eine Lage Pfeffer oben drauf. So, hier gibt es also Pfeffer, verlinke ich auch in der Videobeschreibung, falls jemand keinen Supermarkt der mehr hat. So, auf die Zwiebeln kommt auch erstmal Salz, damit die gleich beim Backen schön eingehen. So, ich habe jetzt hier schon mal einen kleinen Deich Zwiebeln hingelegt. Ich nenne es einfach mal Deich. Wir wohnen ja hier an der Nordseeküste, über 50, 30 Kilometer davon entfernt. Da packe ich dann einen so einen Nackensteak drauf. Dann nehme ich mir wieder eine Handvoll Zwiebeln, stapel die auf. Das könnte so genau hinpassen. Wie immer bei meinen Rezepten habe ich das natürlich nicht vorher ausprobiert oder getestet. Nein, das wäre ja langweilig. So, stapel ich die Zwiebeln. Das letzte Kotelett dahin. Da fehlt noch ein bisschen. So, das ist echt super hingekommen. Wie gesagt, ich habe es nicht getestet, die drei Steaks passen da super rein, die Zwiebeln, die 6 Liter hatte von Amazon Frank, passt echt super. So, damit das auch ordentlich salzt, kommt erstmal noch eine Ladung Salz oben drüber. Und damit wir auch schön pfeffrigen Geschmack haben, auch nochmal hier über die Zwiebeln und die Seiten von dem Kotelett der Steak. Auch nochmal eine schöne Ladung Pfeffer. Ja, ich habe den Backofen, den Backofen darf ich jetzt so sagen,
250 Grad gestellt. Ich habe gerade die Schale, so wie ihr sie zuletzt gesehen habt, so in den Ofen geschoben. Es geht einfach jetzt darum, dass die Zwiebeln ein bisschen anrösten sollen, das Fleisch ein bisschen kross werden soll. Und dann kommt die Soße drüber, die wir gleich zusammen bereiten werden. Ja, ich habe jetzt hier einen Laib Käse liegen. Den kennt ihr noch aus meinem Hackbraten, gefüllte Paprika Video. Hatten sie bei Netto, Quatsch, bei Kombi im Angebot. Für 49 Cent 100 Gramm, also 4,90 € das Kilo. Ja, das ist verdammt billig für die heutige Zeit. Ja, da gehe ich gleich mal bald zu schnippeln. So, ich schneide da einfach ein bisschen was runter. Und hier muss ich auch noch entrinden. Das ist immer schön an Streukäse, der ist mir jetzt vorher schon entrindet. Ich muss natürlich nicht die ganze Arbeit hier noch machen. Und ich bin ja sowieso kein Käsefreund. Und ich esse Käse auch nur überbacken. Habe ich alles mitbezahlt. So, dann nehme ich aber. Schneide ich mir der Käse runter, so wie ich meine, das reicht. Das muss ja nicht schön und gleichmäßig geschnitten sein. Ich meine, das hier ist eine harte Kante. Das dient ja letztendlich nur dazu, da, um es zu überbacken. Das muss ja nicht. Das sieht ja nach dem Backen sowieso anders aus als vor dem Backen. Auch harte Kante. Jetzt kommen sogar Löcher zum Vorschein. So, und ich schneide die einfach immer alles klein, damit ich auch die ganze Fläche gut auskleiden kann. Ja, so sieht mein Zwiebelfleisch jetzt aus. Im Kühlschrank. Dann habe ich hier noch dieses wunderschöne Dressing, diese wunderschöne Marinade, besser gesagt, von heute Mittag. Wie ich die gemacht habe, oder seht ihr jetzt. Jetzt machen wir die Soße zusammen, habe ich auch noch nicht ausgetestet. Wir nehmen jetzt einfach als Basis mal ein paar Löffel Senf. Ein paar Löffel, das beste Kochvideo auf ganz YouTube. Ich sage immer, Kochen ist Gefühlssache. Und ich kann mir gar keine Mengenangaben nennen, weil ich selber keine habe. Aber meistens geht es aber ja auch ganz gut. Einen noch. So, ich schätze mal, es sind ungefähr 100. Ja, einer geht noch. Ich schätze mal, es sind ungefähr 100 Gramm. Senf. Da werde ich jetzt eine Prise Zucker reintun, ein bisschen Zitronenpfeffer, einen Hauch Muskatnuss, den habe ich noch nicht am Fleisch dran, darum muss ich hier in diesen Senf Muskatnuss rein. Nochmal ein bisschen Pfeffer. Eine Ladung Salz. Jetzt verrühren wir das erstmal. Probieren wir das mal. Schmeckt wie Senf. Und damit das ein bisschen flüssiger wird, Creme Fin rein. Ich mache das jetzt extra portionsweise, weil man sonst nicht verrührt kriegen würde. Oder nur schlecht. Darum mache ich mir jetzt den Aufwand und gieße das nach und nach. Schon sehr gut. Mir fehlt es dann noch so ein bisschen an Säure. Ich will ja ein bisschen Kräuter reinmachen. Kommt jetzt mal ein Stoß Oregano noch rein. Ein bisschen Kräuter der Provence und Bohnenkraut. Die habe ich gerade gefunden, die Gewürze. Das wird wohl gut sein. Hätte ich jetzt einen Weißwein im Anbruch, würde ich noch ein bisschen Weißwein reinkippen. Mir fehlt es immer noch an Säure in dieser super Soße. Ich werde jetzt mein geliebtes Salatgurkengewürz, was von Zimmermann noch reinkippen. Und sowieso fehlt mir da so ein bisschen Salz. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sich das Meersalz noch nicht aufgelöst hat. Wahrscheinlich schon, aber egal. So, fehlt sowieso Flüssigkeit. Ich mache da noch einen Schuss Essig rein. Ich wollte auch nicht Weißwein nehmen, bloß ich habe keinen mehr. Beziehungsweise nur einen teuren, den will ich da nicht reinkippen. Nochmal probieren. Jetzt wird salzig. Da kann auch ein Schuss Essig noch mit rein. So sieht es jetzt aus. Ja, kann auch erstmal noch drauf drüber. Ich muss noch die Hände gewaschen. Ja, so sieht es halt aus. Halt eine Senfmarinade, nichts Spektakuläres, aber die soll halt nicht im Mülleimer landen.
Das Messer ist heute ganz gut salzig. Hier haben wir das. Das war jetzt 20 Minuten ungefähr bei 250 Grad im nicht vorgeheizten Backofen. Ja, da kippe ich dann einfach meine Soße drüber. Ich weiß nicht, ob ich alles davon benötige. Ich denke mal nicht. Ja, und da kann ich dann einfach meinen eben geschnittenen Käse drüber verteilen. Das muss auch nicht so ordentlich sein, das schmilzt ja eh alles weg nachher. Einfach nur, dass halt überall ungefähr was hinkommt, damit das Ganze auch sättigt und ja, dick macht oder zumindest schmeckt. Hier könnt ihr sehen, ich habe gerade wirklich noch diese eine Rinde da abgeschnitten. Weil ich, ja, wie man sein, das Stückchen halt, was ich zuerst abgeschnitten hatte. So, ich gebe mir bei der Erstellung dieses Videos auch keine Mühe. Und wir müssen mit langen Zähnen und so weiter auskommen. Ja, und da geht jetzt so im Backofen. So, das ist nochmal mein Resümee zum Zwiebelfleisch. Das habe ich jetzt Samstag gegessen und bis heute Dienstag. Ich habe zwischendrin andere Videos gedreht und geschnitten. Ja, meine Zusammenfassung nehmen wir jetzt einfach mal zu meinem Zwiebelfleisch. Ich habe es euch ein paar Mal in diesem Video eingeblendet. Die extra Lache Salz hätte es nicht sein müssen. Es war einfach viel zu salzig. Es war auch ein bisschen zu essiglastig. An sich war das Grundrezept gut, nur zu viel Essig und zu viel Salz. Generell hat es wohl gut geschmeckt. Ich habe das abends auch noch mal kalt gegessen. Da war es auch nicht mehr ganz so salzig und nicht mehr so essiglastig. Ich kann nur sagen, Grundrezept gut, bedarf halt einer Überarbeitung. Sagen wir es mal so. Ich werde das nochmal machen, ich werde euch daran noch teilnehmen lassen. Dann haben wir weniger Salz und weniger Essig. Ansonsten war das eigentlich ganz gut. Die Fleischqualität war auch sehr schön. Ne, aber auch bei meinen Kochexperimenten kann halt was in die Hose gehen. Normalerweise kann man da eigentlich immer alles, was ich ausprobiere, ganz gut essen, sieht vielleicht nicht immer schön aus, ist nicht sonderlich hochwertig, aber man macht es zumindest satt. Ja. Ich habe ja schon früher in meinen alten Videos immer gesagt, ich teste meine Rezepte nicht. Ihr seid immer live dabei, wenn ich die jetzt mal ausprobiert habe. Ich denke mir die alle selber aus. Ich lese keine Rezeptbücher, Online-Rezepte, so. Ich denke mir das einfach alles selber aus. So, in diesem Fall ging es halt einigermaßen in die Hose, kann man nicht ändern. Ja. Wenn ihr weiterhin auch Bock auf authentischen Content habt, haut mir ein Like und Abo rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.